Hello, my girl. Hello, my lovely boy. Generally in the wild, what will happen? In der Wildnis zieht sich die Löwin 8 bis 9 Wochen vom Rudel zurück, bis die kleinen Zähne haben und stark genug sind. Sie können dann wegrennen und selbst auf sich aufpassen. Nach 9 Wochen machen wir es wie in der Wildnis. Wir bringen die Löwenjungen zurück zum Rudel. Was ihr hier nun seht, ist das alles aus der Löwenperspektive. 9 Wochen lang haben diese Löwen dabei zugesehen, wie die Jungen hier drin größer werden und wohl gedacht, warum bist du eigentlich da drin und wir hier draußen? Zeit, sie freizulassen. Komm. Komm, Ischki. Komm, Ischk. Komm, Ischki. Komm, Ischki. There we go. There we go. Egal wie oft man Löwenjunge zurück ins Rudel bringt, es ist immer anders. Es kann sein, dass die Löwin mit den Jungen rauskommt und der Rest vom Rudel über sie herfällt, da sie offensichtlich nicht sehr gut integriert war. Es kann aber auch sein, dass die Löwin rauskommt und das ganze Rudel angerannt kommt, um sie euphorisch zu begrüßen. Und manchmal, wie hier, passiert einfach gar nichts. Vor 2 Tagen haben wir Ischka zurück zum Rudel gebracht und wie ihr sehen könnt, sind sie eine große, glückliche Familie. Die kleinen Löwen sind ziemlich frech. Sie glauben, sie wären schon groß. Die Mutter ist so toll wie immer und hat wieder gut in das Rudel zurückgefunden. Die Kleinen sind wirklich frech und lassen nicht mal ihren Vater in Ruhe. Sie passen sehr gut in das Rudel und sehen auch gesund aus. Gestern hatten wir einen Riesensturm, den sie aber auch überlebt haben. Heute Morgen sind sie richtig munter, schleichen im Gras rum und pirschen sich an uns ran. Ich bin sehr glücklich, dass alles so gut gelaufen ist. Wieder eine erfolgreiche Zusammenführung. Was an diesem Rudel so interessant ist, ist, dass es aus braunen und weißen Löwen besteht. Sie kommen aus unterschiedlichen Genpools. Das ist der Vater, ein echter gelbbrauner Löwe, der einen komplett neuen Genpool darstellt. Das Faszinierende daran ist, dass Ischka auch aus einem ganz speziellen Genpool stammt, sie aneinander interessiert waren und das Ergebnis nun diese 3 wunderschönen Löwenjungen sind. Alle 3 tragen das rezessive Gen in sich. Wir nennen das eine gespaltene Linie. Wenn sie demnächst einem anderen Löwen begegnen, der auch dieses rezessive Gen in sich trägt, könnte der nächste Wurf einen weißen Löwen hervorbringen. Das ist auch die beste Art, diese Löwen zu züchten. Man muss nicht auf Blutlinien zurückgreifen, die schon so konzentriert sind, dass man dann eine Inzucht bekommt. Wir machen genau das Gegenteil. Wir bringen den gelbbraunen mit dem weißen Löwen zusammen und bekommen als Resultat diese kleinen. So gibt's auch in Zukunft weiße Löwen in diesem Park. Die Sonne steht hoch, es wird ziemlich heiß. Alle Löwen waren heute schon 4-5 Stunden auf den Beinen. Eigentlich gibt's für mich nichts mehr zu tun. Alle schlafen. Wenn du sie nicht besiegen kannst, geh mit ihnen.